hast doch eine Sache versuchen, richtig zu machen. Eine. Du guckst schief. Ich gucke genau, das ist 9. Bruder, das ist nicht 9. Heute billig, morgen teuer. Heute billig, morgen teuer. Hey, machst du richtig morgen? Ich verstehe nicht, wie du dein Abitur gemacht hast. Aber mein Gott. Ja, das ist heute schon so. 9. Halt mal. Don't try at home. Jetzt geht's los. Türken. Der eine hat seine Augen zu verflext, der andere sagt, ich hab falsch geschnitten. Tasch geliyor, baksana. Tasch kennt. Yes. Dur, dur. Wie viel ist es? Da vorne, unter die Dings. Jetzt hier. Halt mal kurz her, bring mal. Jeder normale Mensch nimmt einen Stift und Lineal. Warte kurz. Ich mach mir diese, mach mir diese. Hola. Hier, eins, zwei, drei, Bruder, vier, Bruder, fünf. Wasser war gegen jetzt. Kann der Putscher reinlassen. Ich hab einfach zu schön. Sen einfach sağa soldan tut, gözünü ana atma oraya. Sen buradan tut. Ja, aber wie soll ich denn halten? Nein, halt einfach mit deiner Burak, egal was du machst, schneid bitte nicht in deine Wade. Guck weg. Okay. Nein, halt nur deine Hand runter. Das ist doch wie Wunderkerze. Wunderkerze, weißt du? ist doch nicht Schlimmes. Was für Wunderkerze? Na ja. Warum habt ihr keine Linie? Und jeder normale Mensch zieht eine Linie, man geht die Linie nach. Mit Cutter oder so. Wallah billah. Das ist Buraks Kopf halt. Wir haben kein Ding. Ich verstehe nicht, wie du dein Abitur gemacht hast. Warte doch. Dann kannst du doch hier ran messen. Ja, ihr habt doch wohl irgendwo einen Scheiß. So. Dings. Zollstock, Digga. Mach doch Zollstock. So ist genau gerade. Hast doch eine Sache versuchen, richtig zu machen. Eine. Warte, 9. Bleib so. Hast du einen Strich? Können wir einen Strich machen? Nein, bleib einfach. Bin ich nicht krass? Bleib einfach kurz so. Gemacht? Halt mach, jetzt. Ja, mach doch einen Strich. Halt einfach bitte. Kurz. Mach bloß keinen Strich. Neun. Was machst du? War doch 9. Das war nicht 9. Guck mal, was das ist. 8,5, 8,6. Du guckst schief. Ich gucke genau. Das ist 9. Bruder, das ist nicht 9. Dann ist es 8,9. Damit kann ich auch leben. Komm aber zurück. Jetzt ist 9. So, jetzt ist 9. Hey guys, my name is Rambo. Ja, passt. Ja, passt. Okay. Mann, das ist oh, don't move! Ratsche, Ratsche, wie zähmen. Ein Stift, wie ein normaler Mensch. Wie ein normaler Mensch, einfach ein Stift nehmen, wie ein normaler Mensch. Gar nichts. Bau Stirn, wie ein normaler Mensch ein Stift tun, Junge. Unfähig. Mach mal. Nein. Komm. Voll Druck auf den, hör mal auf. Weißt du, der muss... aber mein Gott. Ja, mit Zollstock so. 9. Halt mal. Ich halte hier fest. Und jetzt sag mir, wo ich diese Linie jetzt so sehen soll. Auf der Fleck? Auf. Nimm mal weg das Ding jetzt. Jetzt schon wieder. Siehst weg. Du. Hier. Gerade hier. Das siehst du mal noch. Ja, okay. Warte. Muss man noch mal, ob alles 9 ist. Ey, bringt mir mal nicht. Mach mal. Nein. Mann, ist jetzt schon. Nein, bist du sicher, ey. Warte doch mal. Vertrau mir. Komm mal hier rüber. Hassan, soll ich gucken, ob wirklich 9 ist? Guck mal bitte nochmal. Perfekt, Mann. Na, Pirlin? Meine Schutz. Oha. Aber. Oh. Mach ein bisschen länger. Hey, dafür kriegen wir Klicks. Krass. Und ist teurer als der Stein. Mach es. Wie fühlen Sie sich?
sehr stabil. Ja? Ja. Warte mal, ich glaube, der Winkel ist besser. Ah. Der Erhabene. Was hat der gemacht? Ich hab mir nahe geschützt. Ich fühle mich wie ein Stabilisator. Hassan auch? Hassan? Ja. Was ihre Funktion hier? Sind sie wichtig? Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Sind sie wichtig für diesen Aufbau? Ich? Ja. Ich sorge für Stabilität. Stabilität? Ja. Stimmt schon, dass man dich hast am Bizeps nennt, oder? Mittlerweile spricht sich das rum ein bisschen, ja. Man munkelt. Okay. Also die Theorie wird langsam aufgedeckt. Okay. Ich brauche noch so circa einen Monat, dann ist der Bizeps wieder da. Ein Monat, okay. Dann kann man mich auch wieder so ruhig nennen, ne? Perfekt. Heute billig, morgen teuer. Gelabi. Hat er mir verkauft. Grazie, Wallah. Ich über Geld spricht man nicht, weißt du? Da können wir auch wieder. Warte, ich mach Double Shot. Warte. What the? Wow! Als hätte er nie was anderes gemacht. Der ist noch heiß. Ich würde den jetzt noch ein bisschen duften lassen, damit er sein Aroma auch entfalten kann. Oh, der ist so. Ich sag euch, hier gibt's den besten Kaffee, Jungs. Das wird's, ey. Ich bin wie im Paradies hier. Kannst du mal aufdrücken, komm. Ein oder zwei? Zwei. Super. Den Geschmackstest. Ja. Seid ihr bereit? Lecker. Jetzt musst du das Ding, die Musik von Narcos einspielen. Diese Intro-Musik. Der Kaffee auch von der Temperatur angenehmer zu essen und zu trinken für die Lippen und für die zarten Zungen. Cappuccino! Exzellenta! Guck, dass wir aber gut drauf sind. Dann waren wir aber auch noch beim Training, aber war gut, hat Spaß gemacht. Aber was machen wir heute noch? Ich hab Hunger, ja, du? Ah, mies, Mann, mies. Ey, guck mal, das ist ein neuer Laden, ja? Geil, sieht aus wie ein Dönerladen. Wollen wir reingehen? Ja, lass safe reingehen. Komm, 100%, komm, wir gehen mal rein, wir gucken mal. Komm. Boah, richtig lecker hier, ich hab richtig Hunger. Ja. Jetzt aber keiner da. Aber jetzt war's kein Problem, komm, ich mach ihn selber. Ich hab das oft genug gesehen. Guck mal, du musst einfach nur das Fleisch. Der Gerät? Einfach nur nehmen, du musst so halten, musst ein bisschen gucken, weil das muss ein bisschen angebrannt sein. Und dann fängst du an, locker. Zack. Zack. Krass. Ey, ich glaube aber, ich krieg das nicht hin. Ja, lass ihn, egal, wir nehmen vegetarisch. Wo ist ein Dings? Salat. Und wo ist Brot? Brot. Egal, komm, wir lassen den Profi machen. Ja? Weißt du, kennst du noch diesen Ismail aus dem letzten Video? Der konnte doch alles. Ja, montieren, schrauben, er hat immer so große Töne auch gemacht mit der beste Döner, dies, er macht doch den besten Döner. Okay, warte, ich mach einen Schnipser, der ist bestimmt jetzt hier. Hey, machst du richtig Sport? Wir haben auch gehört, du bist beste Dönermann. Natürlich. In der Gegend. Guck, er lacht schon, weil ich der beste Dönermann bin. Das heißt hinter dem Grill? Ja, riesen Respekt, ja. Also ist schon echt. Das ist ein Knochenjob, wa? Das ist schon ein Knochenjob. Den aufzuhängen ist auch schon. Das sind 80 Kilo. Ich hätte gerne den Döner mit Kräuter und Schafsoße. Kräuter? Mit Kräuter und Schafsoße und okay. Ein bisschen Zwiebel und keine Falafel drin. Wie lange dauert das denn hier noch? Ich hoffe, Sie können unter Stress arbeiten. Ich bin noch nicht Spurrad. Grüße gehen raus.
Wo ist er eigentlich bei der Eröffnung seines Ladens? Bei der Eröffnung seines Ladens ist der Typ nicht da. Hat ihn einer gesehen? So, wenn der Chef nicht da ist, dann kann man auch ein bisschen lästern. Oh, man hört das Zischen vom Brot. Und von mir dann? Kräuter? Geht gut, ja? Ich werde diesen Döner so genießen. Das ist der beste überhaupt. Mashallah. Ich übergib oder soll ich verpacken? Verpacken bitte. Urlaub, wasch mal ich schon, oder? Verpackung darfst du nicht aufnehmen. So Leute, wir genießen jetzt den Döner. Die letzten zwei kommen noch. Getränke nehmen wir auch noch. Und dann seht ihr uns gleich, wie wir mampfen. Die Soße ist frisch. Weißt du, wie die Soße schmeckt? Bombe. Als wären die professionell gestern angemischt worden. Da? Die Soße ist geil. Aber gut, für 12,50 Euro muss es auch schmecken. Der Reis. Ja. Der ist exzellent von Ismail. Also ich muss sagen, Soße 1 von 10, so 9,3. Döner insgesamt 9,4. Richtig geiler Döner, super Soße, perfektes Fleisch, frisch geschnittene Gemüse. Dönermann, ja, der Ismail, dufter Kerl, 1 von 10, 13. Was sagst du? So. Ja, kommt vorbei, gönnt euch einen Döner. Oder ein Köfte. Gerade das neue Eröffnung, Sonderangebot. Ein Döner, 1,99 mit Getränk, 3 Euro. Kommt vorbei, gönnt euch. Ohne Getränk, 1,99. Good guys. Lately I've been living like I can't take a loss.